Zocker Sunday ist wieder angesagt. Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von GTA Online mit uns beiden Geist und Hallo. Ich nenne es wieder, jawohl, die Gestörten vom Dienst hier auf dem Sonntag. Wir haben uns heute mal einfach überlegt, wir machen mal die scheiß verfickte Facetime an, da wir sie also ja auch noch nie wirklich angemacht haben. Von daher würde ich mal sagen, lass uns mal loslegen. Wir machen einfach ein normales Solo-Match heute, Freunde. Ja, wir haben längsten halt gegen die Polizei überleben können. Jo. Allerdings. Ich glaube, du wirst gewinnen. Na, meinst du? Na gut. Ja. Du musst ja einen Boden machen, hast du gesagt. Ja, Boden und ein Flugzeug. Boden und ein Flugzeug, ja. Savage, Freunde, wieder. Savage, Savage, Savage. Und vor allem den neuen Panzer im Doomsday Heist Update. Also, ach, Freunde. Nee, ich habe vergessen, den. Oh. Nein, scheiß drauf. Na gut, würde ich mal sagen. Wir tauschen jetzt mal die Plätze und ich bin gleich wieder zu sehen. Also, wer länger durchhält, das ist eine Challenge, Freunde, der gewinnt. Also, dranbleiben. Oh! Live und in Farbe, wollte ich gerade sagen. Ach, ja. So. Hallo, ich bin auch wieder da. Jetzt mal gucken, wie rein. Du bist jetzt hier mit keinem Monitor angeschlossen, hab einen zweiten. Um halt das Ganze zu überwachen. Ja, aber das. Ob wir auch wirklich zu sehen sind, Verzeihung. Ist nicht schlimm. Aber gut, ich. Das wird schon werden. Ja, ich glaube, du wirst zwar gewinnen, aber. Na, mal gucken. Namaste. Bin ich mal gespannt. Ich hole mir hier erstmal ein Flugzeug. Ein Flieger raus. Ein Flugi, Flugi. Flugzeug. Währenddessen schon mal die ganzen Waffen hier vorbereiten. Hast du die nicht schon? Ja, die, schon. Da. Pump Action Schrotflinte, genau. MK2. Die ist auch Bombe. Ich hab die. Rein. Ja, aber da ist keine Munition mehr. Nee. Zu wenig geholt in der Mob. Man kann ja nur. Bei Explo kann man und. Bild ist ja. Kann man ja nur weniger. Also recht wenig eigentlich. So. Freisprengen. Ja, oder nicht, wenn da schon Tür ist. Ey! Lässt der Mann um mich anzuschießen. So. La la la. La 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 la. Dennis macht die Tür zu, Alter. GTA ist angesagt. Da, 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 da. Denn erfroren ist niemand. Noch nicht. Noch erstunken. Ja, Dennis hat ja so einen Charter gebaut. Und er hat mir das halt auch beigebracht, wie ich das mache. Ja, stimmt, stimmt. Und der Charter ist ja in Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz bekannt. So. Das ist in dem letzten Video, wo wir den Prank dieses Jahr beim Supermarkt gemacht haben und einer einen Kommentar gepostet hat. Alter, nervt mich nicht. Man das auch mal mit dem Charter machen kann, na klar, das finde ich. Machen wir. Jo, also auf jeden Fall, wenn die Saison eröffnet ist, im Frühjahr wird es auf jeden Fall wieder schöne Pranks geben, Freunde. Ja, wenn es warm ist. Ja. Wie viel halten die auf, Alter? Na, scheiß drauf. Und ich merke, kommt die Polizei auf. So, was seid ihr, Homos? Ja, Police ist angesagt! Hallo! Der Geist schmeißt alles raus hier. Das ist mein Wagen. Na, ich will nicht zur Falschgelddruckerei, du Otto. Alles. Ach doch, so fass ich doch raus. Alles. Ja. Um die mobile Kommandozentrale oder ein Avenger zu kriegen. Oh Mann, ein Avenger. Avenger ist nicht schlecht, aber dafür braucht man wirklich eine komplette Crew, die einfach regelmäßig da online ist. Also, ansonsten lohnt sich der Avenger überhaupt nicht. Also ich würde definitiv nicht in eine Crew mit einjoinen, weil ich einfach so gut wie nie online kommen kann. Ja, stimmt. Fährst du mal vernünftig, okay? Also habe ich schon 4 Sterne auf. So viel zu meinen Fastels. Der Tod zählt noch nicht. Weil es eigentlich unabsichtlich war. So.
Erstmal hier eine Karre mitnehmen. So, zack. Dann wird zum Fahrzeuglager ausgefahren und dann hole ich mir den Ramp Buggy. I like that music. Dennis, sag doch auch mal was. Ja, es wird doch mal kälter hier. So, jetzt wird es wieder Ist die Heizung an? Ja. Ah, gut. Achso, stimmt, das was ihr. Ui, 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 ui. Das, was ihr in der Facecam seht, das keine Kar kaufen, das meine Hackfresse. Aber das tut nichts zur Sache. Heute wird mal beschwunden. Die Polizei bzw. die Bolliver. Geht ja online gemobbt. Und nächstes Mal, Freunde, gehen wir mal richtig online rein. Ne? Und drücken den Leuten da mal richtig eins rein auf den Boden. Ne? Weil die der Meinung sind, der King zu sein. Aber wie ist doch von gestern nochmal? Dankeschön, dass ihr nochmal. Dass ihr euch das Video gefallen habt. Red weiter. Und leider Gottes gut, vielen halt verbale Wörter in Videomaterial rein. Aber Freunde, das ist wirklich Fakt einfach. Ne? Schaut am besten einfach mal beim Kanal von Gerd Vanderlord rein und da wird ihr auf jeden Fall viel, viel, viel mehr erfahren. Ja. Na? Ist so. Ja. Wortwörtlich. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Es ist kalt hier in Hamburg. Es ist kalt in Hamburg. Heute ist der dritte Advent. Ja. Ah, cool, nächste Woche ist schon Weihnachten. Habt ihr eure Gestecke auch noch brav heilen lassen? Ja, stimmt, da unten ist ja der Runa, ja. Ja, das wird echt viel, viel kälter gerade hier irgendwie. Auch in der Schule, wir betteln immer die Lehrer an, dass wir in die Klasse dürfen. Was wir natürlich nicht dürfen, weil wir könnten ja Scheiße bauen. Kannst du mal normal laufen? Dann ist deine Lieblingsfarbe. Ja, grün, ja. Aber wenn man darüber hinweg sieht, dass das die Bremen-Farben sind, dann ist das eigentlich voll cool. Ich bin damit gestern auch schon die ganze Zeit rumgefahren. Aber mehr, das Einzige, was ich noch von Doomsday heißt, Update gesehen habe, war der. Das Jetpack, das hat der Dennis sich nämlich auch schon gegönnt. Ja. Und ja, ist ganz gut. Latsch. Ja, das ist reine Gewöhnungssache. Ne? Problem ist halt nur, wenn man jetzt ungelenke Raketenwerfer auf jemanden einbratzen möchte, da braucht man echt schon viel, viel Handling für. Ne? Ja, und richtig viel Aim vor allem. Ja, ja, ansonsten ist das Ding echt wirklich gut. Du kommst schnell von A nach B, ne? Ja. Ich komm noch nicht mehr der Steuerung klar. Ein bisschen besser als dieses Fahrzeug von Zurück in die Zukunft. Ach, der DeLorean. DeLorean, ganz genau, ja. Wo auf einmal keine Oppressors mehr da sind, ne? Da anderen die Leute einfach nur dieses Scheißfahrzeug mit der Luft fliegen und der Meinung sind, ja, ich hab ja ein fliegendes Fahrzeug, ja, natürlich, den hole ich jetzt mal vom Himmel da hinten. Arschlecken 380. Warum muss ich denn alle Anrufe entgegennehmen? Alter, ich hämmer wie bekloppt auf diese. Und wer abhaut vor allem, bringt nichts. Der wird mit dem Savage so lange hinterhergejagt, bis er freiwillig die Lobby verlässt. Ganz einfach. Wenn du willst, dass keine in der Lobby mehr da sind, dann geht auch einfach direkt in eine Solo-Sitzung rein. Nein. Also, wir sind in der Solo-Sitzung. Naja, das heißt Solo-Sitzung. Das hat sich richtig ekelhaft. Ein paar unartige Bullen sind da bespoi. Das hat sich so ekelhaft angehört. So. Du so, ne. 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 No, no, no. Hui. So muss ich hier auch an die Straßenverkehrsregeln halten. Oh. Oh. Jelle. Basketball. Wow, wow. Wie geht's euch so? Ziemlich beschissen. Schreibt's mal in die Kommentare. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Nächste Woche Weihnachten seid ihr auch alle artig. Freut ihr euch schon drauf? Mal ganz kurz einen Gefallen, wenn wir tun, mal die Q-Taste gedrückt haben, um das Radio bitte mal einmal auszumachen. Ne? Hallo? Ah ne, die Q geht gar nicht mehr. Ja, stimmt, neue Radiosender gibt es ja auch mittlerweile. Mehrere. Ja. So,
ganz cool finde, ist das Blue Blue, oder wie das Ding da heißt. Ja, ich höre eigentlich in GTA kein Radio, ich konzentriere mich auf die Straße. Ja. So wie ein normaler Mitbürger das tun sollte. Ja, nicht popeln, nicht am Handy spielen. Ja, ich schreibe mal eben eine SMS, ne? So, schreib mal eine WhatsApp-Nachricht. Hallo Mama, ich rufe dich gleich zurück. Ich bin gerade am Auto. Oh ne, scheiß drauf. Alter, der ist richtig abgehoben. Das Ding sieht so lustig aus irgendwie, weiß nicht. Aber es erfüllt halt seinen Zweck. Ja. Ich hoffe, ich dachte gerade, man kann so weiterfahren, aber... Nur so ein bisschen mehr... Hallo, dreh dich doch mal! Gepanzert wäre, das wäre cool. Und vor allem, dass er überall so dieses Gitter... Ja. Kannst du dich auch mal normal lenken lassen? Das wäre eine große Hilfe. Ja, oh, wirklich. Scheiß wie. Andi, das Auto an sich ist eigentlich... Recht nice. Nice. Da muss ziemlich flexibel sein, jemanden umzumieten. Ja, das geht damit definitiv. Schnell genug ist es. Und man zerstört keine Fenster, wenn man einen gewissen Drive-by machen will. Es wird radisch geschützt aufgefahren. In Richtung Militärbase. Da bin ich falsch abgebogen. Was hupst du denn so? Tschüss. Hat der mir gerade den Mittelfinger gezeigt, du? Oh. Ich glaube, echtes Rad hat bei dem, ey. Aber hallo, Alter. Stirb, du Schwein. Stirb. Arschloch. Huch. Was gehst du jetzt in Deckung bei seiner Dreckskarre? Wir wollen noch mal im Auspuff schnuppern. Ich begehe Fahrerflucht. Du Scheiße, die Polizisten kommen. Na, dann gehe ich mal kurz in Polizei... der Polizei aus dem Weg, danach wollte ich eh noch zum Ammunition fahren. Das ist eine Challenge. Ja eben, ich wollte noch Raketenwerfen machen. Ach so. Ich bin ja noch lange nicht vorbereitet. Wenn die kommen, schnapp ich die weg. Mit dem Karabiner, genau. Ach, ihr kommt von da hinten ganz angeschießen. Ach Mist, wir haben gar nichts mehr. Mhm. Egal, ein Minigun. Mach die fertig! Ich wollte doch noch Sachen kaufen, einkaufen gehen. Scheiß drauf, sei mal auf, Freunde. Wir sind doch keine Sonntagsfahrer, wir sind Zerstörer. Sei mal, was du drauf hast. Ich fand die echt wie. Schweine. Wie wilde. Schweine. Ja. Können die Sterne dann mal verschwinden? Kein Bock, wegen einem Stern Lester anzurufen. Ich glaube, das war eine recht schlechte Idee hier. Ich kann jetzt halt nicht mehr in Ammunition rein, weil dieser Typ mich dann abknallen will. Ich bin ein ganz normaler mit... Oh, scheiße, da kommt einer. Na gut. Sorry für das ganze Rumgeplänkel am Anfang, da ich noch was einkaufen muss. Hallo. Und so, Meister, was geht bei dir ab, oder? Du siehst aus wie eine Pizza, Mann. Hast du eine Explosivpizza hier? So ein paar Granaten reinschmeißen. Ja, da. Raketenwerfer. Ah, so ungehängt drüber. Vollmärchen. Wunderbar. Kann ich ihn noch holen? Alles andere, Explosiv und so, kannst du dann mal gucken. Ich hol noch ein bisschen. Das war's eigentlich schon. Na, mir wollt auch doch ganz oben. Ganz oben. Die wollen ganz unten rechts. Ja, Mann. So. Jetzt kann's losgehen. Ach, der Blatt. Ne, warte, das war meine Taktik. Ich stimme jetzt mit einer Waffe rein. Ratatat. Da musst du mir dann Maschinengun da rein. Das Ding habe ich was sagen. Ja! Du kannst mir gar nichts. Du Otto. Du Otto Fando. So, jetzt weiß ich auch wieder, wie man sich duckt. Guten Tag. Ich drück doch mal Q, du Otto. Hallo? Hallo? Was hast du? Nee, das war cool. Cool.
blöde Kuh. Komisch, die Bullen kommen nicht. Auch nicht schlecht. Muss man hier schwerere Geschütze auffahren oder wer? Ja, natürlich. Ratatatatatatat macht man weniger Nolle. So muss das sein. Ratatatatatatat. Platt machen. Tschüss, du. Jo, das war fast ein Doppel. Sollten die mich eigentlich finden. Das war fast ein Doppel. Damit die mich auch wirklich finden. Ja, genau. Nee, Stranded. Hilfe. Stranded Deep. So, dann mal jemanden Waffen hier. Hallo? Was denn? Ammunition hat geschlossen. Bitte kommen Sie später erneut hier. Wasserblatt? Ja, ja. Mach ich ihn fahren. Bin multitaskingfähig. Selbst wenn ich fahre, noch drunter wie soll. Quatsch. Militär ist auch ein Problem. So. Kurz einen heftigen Griff machen. Was gibt's noch? Die Fresse. Oh la la. Eww. Ja, bei diesem Auto ist das halt. Hallo, ich würde gerne gesehen werden. Umfahren. Einfach rumfahren. Den Fahrer habe ich getroffen, sogar cool. Bam! Ratsch! Alter, ich liebe dieses Auto. Es macht Spaß, den Boden zu cruisen. Hallo. Latsch! Warum versuche ich die eigentlich im Fahren zu zerstören? Muss immer ein bisschen Schüsse mit dabei sein. Ich muss jetzt irgendwo was. Hallo? Ich hab ne Heli und find mich nicht. Sag mal, wie panisch ist das denn? Meine Güte. Jetzt haben die mich nicht. Hallo Polizei! Hallo Polizei! Da müsste direkt noch eine Runde cruisen. Ach, das ist gar keiner. Das sind alle Probleme. Bam! Tat, machen wir ein Maschinengewehr. Drei wollen wir aber mal auf. Bin ich jetzt gerade im Kreis gefahren? Noch was? Nee, doch nicht. Darf mir halt kein. Hui! So viel zu, ich darf mir keinen Fahrtfehler erlauben. Das war ein Start. Das gehört so. So was können wir wohl nicht. Standard. Ja. Boah, das geht mir immer total. Ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen. Nein, mein Fahrzeug raucht. Scheiße. Ich muss einmal kurz fliegen. Ja, ich auch hauen. Zieh es durch, jawohl, den hast du runtergeschmissen hinein. Das war eine Ansage. Billiges Worteinheit. Ist das überhaupt gepanzert, das Auto? Scraps, ey. Ich glaube, ja. Ich hab das letztens. Ich bin damit letztes Mal zum alles gefahren. Rums! Warte mal. Nein! Nicht anschießen! Ist illegal! Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ein Arzt im Grün. Da habe ich erstmal mit dem Verteiler mit Wicke weggerissen, Alter. Ums. Du hast Problem? Ich hab Polizei. Was fängt er denn so? Dann wissen wir was. Ich hab eine gute Taktik. Wenn ich schon mal kriege. Lasst mich in Ruhe, ich hab euch nicht angezogen. Die Gummi!
Dachte, du bist schnell, da man weiß es. Ich finde komisch, dass man Laternen mitreißen kann, aber Bäume nicht. Ja, Bäume nicht, ja, das stimmt. Komm schon. GTA funktioniert bitte einmal. Ach, dafür habe ich zwei Zähler hier. Obwohl, komm, Lolo. Warum finden die mich nicht alle? Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass jeder das rund macht, aber ich hab den einfach jetzt... Alter! Genau, fahr mal in ihr Haus rein, fahr mal ins Haus rein. Boah! Ich bin nicht mehr so viel Zeit, das war blöd. Wie lange hast du dich gehalten? Viertelstunde? Ja, vier Sterne. Silent Night! Aber die Tastatur angefreundet. Ja. Er hat sich nämlich einen Controller zugelegt, womit man meiner Meinung nach nicht schießen kann. Ah, doch schon. Ja, da muss ich halt nur dran gewöhnen. Ja. Das, ich bin halt so. Gut. So, was macht man? Wir rechnen uns jetzt mal. Wir rufen jetzt mal Pegasus an, Freunde. Holst du den Panzer? Ja, den neuen. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Savage Time ist angesagt. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest Savage. Na klar, haben wir noch Zeit. Ich fahre erst um halb sechs. Ich fahre um halb sechs. Nicht um sechs. Ja, vorbereiten und so. Ach. Ich sag schon, diesmal machen wir länger und sind wir schon ein bisschen mehr Zeit. Fahren und sowas, hast du alles wieder Zeit und du guckst da. Braucht er sich einzugehen. Hui! One of the witty! Bronski ist mein Boy. Oh nein, no, hallo! Sorry! Ich wollte dich mal angucken, face to face. Reicht? Hallo, wo ist mein Auto? Lass uns tauschen. Irgendwie hört sich das Radio so an, als würde es nicht mehr richtig funktionieren. Blonde heißt das Ding, genau. Blondes Radio. Ist ja auch bescheuert, ein blondes Radio. Wahrscheinlich sind die nur blond. Ja. Wahrscheinlich heißt das Blond Radio, aber alle, die da arbeiten, haben einfach braune Haare. Aber Glatzen, stell mal vor. Na, Glatzen wäre nicht so lustig wie braune Haare. Oh, hallo, wer ist da denn? Na? Ich dachte gerade, der wäre auf dem Motorrad draufgeblieben. Ich liebe das. Zwei Räder umzufahren. Ich kann kein Heli fliegen, weil ich zu blöd dafür bin. Learning. Heli fliegen. Die Helimeter. Hallo. Warum nimmst du nicht den Hunter, der ist, der kann, hat einen Bombenschacht. Ja, aber wer ist spezialisiert für beides hier? Savage ist der Beste. Vor allem seitdem Rockstar den noch gebufft hat. Das eine mal Bombe. So, dann wollen wir mal. Ist der erste hier vorne. Ah, scheiße. Dran gewöhnen wieder hin. So, los geht's. Muss aufpassen, bei 5 Sterne kommt schon mit Panzer an. Das juckt mich doch nicht. Ratsch. Ah, ja, stimmt. So ärgerlich, dass das Savage mal nicht so viel aushält. Das ist das Blöde. Ich kann mir mal kurz die Kopfhörer. Oh, nein, bitte nicht. Ich bin nicht.
Ja, wegen Rückkopplung nachher, sonst hört man doppelt an, nämlich das ist so. Ich hasse das. So. Gehen wir mal runter. Das ist so eine schöne Tankstelle. Halt. Da geht mir gerade richtig was auf den Keks hier. Wo die Buletten? Du? Du hast Fahrverbot beim LKW. Jagen wir die Tankstelle in die Luft. Ups! Freibenzin! Dann mach ich mir mal kurz mit einem. Freibenzin! Mach das! Bingler! Geist, hol ihm mal kurz Kopfhörer! Und jetzt kommen noch die ganzen lächerlichen Tellermützen! Hallo Bulli! Hallo Bulli! 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 Warte mal! Bulli! Bulli! Ich hab was für dich! Bulli! 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 Du bist Zeuge! Das geht gar nicht! Brauch keine Zeugen hier. Kann aber nicht eingehen. Bäm! Und tschüss! Ich bin zwar keine richtigen Kopfhörer, sondern ein Headset. Ah, schon der erste Hubschrauber. Hier! Der Hupi! Hallo Hupi und tschüssi! Am Anfang war ich auch total beschissen im Savage liegen. Da habe ich meistens immer nur die ungelenken Raketenwerfer gelenke Raketenwerfer benutzt. Ja, das ist. Aber es macht keinen Sinn und Zweck da. Na gut, macht doch Sinn, aber. Dann lieber Explorer Minigun noch. Explosion. Da kannst du Rhinos alles mit in die Luft jagen, außer natürlich Yachten. Gut, privat hat schon Piratenabwehr habe ich noch nicht gestartet. So, tschüss. Der nächste. Gut, Third Person ist natürlich nicht so gerade das Wahre, ne? Aber zumindest. Zum Üben und bei einigen Objekten. Tschüss. Gewöhnt man sich dann dran, dass man dann auch im jetzt bin ich wieder dabei, denn ich dachte gerade bei mir. Mama Mia, yo. Ich bin dran. So. Jo, dann mach ich, ne? Ja. Mach gleich so vor. Gar nicht was rum. Oh, es tut mir schrecklich leid. Aber es ist. Schieß den Controller ab und lass mich dahin. Fast zerstört. Ich muss mal eine Runde reingehen. Bis gleich. So. Ich muss mir mal eben irgendwie schnell eine Karre besorgen. Zum Glück steht da eine. Ja, ich habe gestern die ganze Zeit irgendeine komischen Lieder von einem gewissen deutschen YouTuber. Alias Jim Let's Trash. Geschaut und da. Ich habe ja mal mitgesungen. Ich hatte gefühlt als Krebs oder so. Und ich zu überhören. Wo ist ein Eclipse-Haus hier, oder? Na, die Demo-Kampagne gegen diesen. Heißt das Tanzverbot oder jetzt? Ja, doch, Tanzverbot. Obwohl, Tanzverbot? Falls du das wieder siehst, was ich bezweifle. Das ist ein Affenarsch aufs Beine, wenn er nur Beine hat. Ich feier den. Also, ich feier ihn nicht, also ich finde ihn lustig. Macht sich einfach lächerlich, Alter. Der Drachenlord ist ja auch so eine Person, die recht in die Kritik genommen wird. Ich will nicht sagen, dass ich ihn feier. Ditch! Mann, wie kann man so hohl sein? Ist so. Weiterfahren. Ich will nicht sagen, dass ich ihn feier, aber. Oder. Warum wird er so gemobbt? Weil er fett ist oder was? Große Klappe räumen. Ja. Er hat einfach keinen Sinn, aber kein Konzept. Ja, eben, er regt sich über. Er hat ja Beef mit Iblali, den ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, warum er den überhaupt angefangen hat. Ach nee, das war gar kein Beef. Iblali hatte ja in einem Video ein neues Tattoo, wo Drachenlord halt aufstand, was halt fake war und dann. Der Drache hat irgendwie ein Beef angefangen oder so, habe ich das verstanden. Alles komplett hirnlos fand ich, aber lustig allemal. Ich muss mal eine Challenge machen. Verliere und ist ein Einhorn-Tattoo. Ah, ne. Obwohl, dabei feiere ich Tanzverbot noch mehr, weil er hat so einen lustigen, so einen, irgend so einen Humor halt. Er hat das gewisse Etwas, sage ich mal. Gott, Alter. Klingt schon wieder wie so ein irgendein. Nein, egal. So, dann hole ich hier mal ein schwereres Geschütz raus. Den habe ich geholt. Den weißen. Den geraffelten Tampon.
wie man es will. Oh, da gibt es die Beschützung, das ist cool. Ja, ich bin, Feste Minion Heckenmörser. Ja, das habe ich noch nicht geändert. Geschützt. Ich frage mich gerade, wie ich schießen kann. Achso, ja. Achso. Achso, ja, genau. Assoziiert. Man kann eigentlich so die ganze Zeit durch die Streets fahren ab und einfach so weiter schießen. So schafft man das schon. Fuck shit, I'm off. Ja, Leute, morgen ist wieder Schule. Ich freue mich. Yay. Der Sarkasmus. Weiß nicht. Ich glaube, die Reifen von denen sind noch heil. Lass mich in Ruhe. Lass mich vor allem. Gut, mich in Ruhe. Weg mal der. Und tschüss. Und. Ich schieße hier die ganze Zeit mit Heckmessern und was weiß ich rum, aber die verlieren mich einfach. So, so real. Nein, das ist... Ich dachte gerade, da wäre ein Fluss. Dann kann ich da runter. Gib Stoff, du Affe! Ratatatatat! Mit den Raketen muss ich echt vorsichtig sein, weil... Hier und da gab es schon mal eine kleine Auseinandersetzung, aber... Nie. Feuerwerk! Schwalalalalala. Oh, blond. Blondet. Ich brauch mal Baumfliege, Leute. Fuck. Egal, Heckmesser. Wie. Nur was verlieren die mich denn immer? Wow! Ich glaube, das war. Das war scharf. Hast du für den Tamper eigentlich jetzt. Tampon wollte ich gerade sagen. Tampon, ja klar. Hast du für den Tamper jetzt eigentlich noch neue. Frage ich, wird bitte wie ein Landfahrer. Nein, was man noch sagen könnte, eigentlich könnte, aber. So eine 360 Grad bewickelt in den Gang. Aber da hilft nicht, das hilft leider nicht viel. Nein, das kannst theoretisch ist die ich jetzt gerade benutze, ja auch 360 Grad, wenn ich einmal einen Donut fahre. Ja, stimmt. Also so ist das ja nicht, ne? Schon der Gang. Nicht so, ne. Die Bullen sind echt besoffen, Leute. Nee, oder ich? Mann. Die Schlinger. Warum habe ich bis jetzt Sterne, ich zerbomb hier gerade alles. Heckmörser, komm schon. Ich fahre einfach mit Minigun. Rocket! Das ist einer. Ups. Wow. Guten Tag. Eie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 i. Ja. Kenny! Immer diese Suizidgefährdeten. Mann. Hm. Der ist in die Luft sprengen. Mit Würde sterben. Es tut mir leid, Leute. Steht einfach in Aussicht. Ja, stimmt. Jetzt ist, glaube ich, auch sogar das Kopfgeld weg. Ja. Ich verabschiede mich, denn ich muss noch Sacken packen, ja. So. Gudi Frudi. Zack, Freunde. Dann heißt es jetzt mal Savage oder was nehmen wir denn jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Ja, doch, wir nehmen nochmal den Savage. Savage, nichts anderes geht außer Savage. Das Ding ist einfach der Beste. Das beste Luftfahrzeug, was es bei GTA gibt. Und das sieht aus, als ob das an die Tage hat, Mensch.
Savage. Euch allen einen schönen Start in die Woche wünschen. Jo, grüß, komm mal her, du. Komm noch mal rein in die Linse, sag noch mal richtig Tschüssikowski. Ich wollte gerade sagen, Würde ich mal vorschlagen, dass wir nächstes Mal. Und ist das ein Screen Challenge? Uns warm spielen zum Beispiel. Nochmal hier im Solo-Sitzung, eine Solo-Sitzung. Dass wir uns auch nochmal richtig vorher ausrüsten, mehr Zeit nehmen. Und dann wollte ich ja machen. Zum Schluss richtig online reingehen bei den anderen Leuten und dann zerfetzen. Auf die Eier gehen. Genau. Das heißt, ich, was ich noch sagen wollte, schönen Start in die Woche und. Jo, vielen Dank. Das man sieht sich. Jo, auf jeden Fall. Also, hau rein. Und Leute, jo, wir sehen uns dann wieder in einer späteren Aufnahme. Beziehungsweise bei Twitch auch im Livestream. Also, haut rein. Wir sehen uns. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ciao, euer Geist. Und dann ist.